Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, zur Computersteuerung für Modellbahn. Heute sehen Sie uns hier so ganz friedlich nebeneinander sitzen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir wollen hier in der kurzen Sequenz mal auf die vielen Zuschauerfragen und Zuschauerpost eingehen, die uns zu den einzelnen Sendungen erreicht haben. Und da bedanken wir uns auch ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie so fleißig hier mitgearbeitet haben und Ihre Fragen loswerden wollten. Viele Fragen wurden schon beantwortet. Diejenigen, die wissen das, die haben das schon persönlich per E-Mail bekommen. Ja. Wolfgang, du warst so freundlich. Es gibt aber auch generell Fragen und Fragengruppen, die wir jetzt nochmal zusammengefasst haben und Ihnen in dieser Sendung präsentieren wollen. Es sind insgesamt 5 Fragengruppen. Die Fragen kreisen meistens immer um dieses Thema. Wollen wir also nochmal sagen. Also herzlichen Dank für die viele, viele Post und wir reagieren drauf, wir machen jetzt diese Sendung mit Ihnen. Und wenn wir schon beim Bedanken sind, möchten wir uns auch mal ganz herzlich bei denen bedanken, die fleißig hinter den Kulissen mitarbeiten und vieles getan haben, damit also diese Sendung auch rund wird und hier entsprechend präsentiert werden kann. Unser Dank geht nach Sondershausen zum Wolf Rüdiger Gottsleben, der vor allen Dingen im ersten Teil den Hintergrund geliefert hat und uns aufgenommen hat bei der Modellbahn. Also auch nochmal ganz herzliche Grüße und vielen Dank nach Sondershausen. Dann möchten wir uns natürlich auch noch bei dem Modellbahnclub bedanken, der uns die vielen Jahre hier schon aufgenommen hat, auch für die Lokomotivtest. Das ist der Modellbahnclub Gräfenroder, Sitz Frankenhain. Ja, genau so. Müssen wir dazu sagen, Sitz Frankenhain. Und auch die Vereinsmitglieder tun alles dafür, dass wir hier sozusagen unser Studio einrichten können und Ihnen auch das alles so schön vorführen und präsentieren können. So, und als Dankeschön würde ich vorschlagen, können Sie diesen Club mal besuchen, nämlich am 20. Dezember diesen Jahres von 10 bis 17 Uhr findet hier eine große Modellbahnausstellung statt, die Weihnachtsausstellung, die eigentlich schon jedes Jahr so ein bisschen Tradition hat. Hier sind sehr viele Anlagen zu sehen. Epochen 4, 5, 6, würde ich sagen. Von 3 bis 6. Von 3 bis 6, alles vertreten. Eine riesengroße Anlage, die sich mit dem Thema Thüringen befasst, wo man also auch hier was wiederfindet. Die Anlage wird gemischt gefahren, analog wie digital. Dann gibt es auch eine Jugendgruppe hier, die also mit verschiedenen Anlagen und Schaustücken vertreten ist. Und Sie dürfen auch mal einen Blick in unser Studio werfen, wo wir aufzeichnen, wo Sie die Testanlage sehen. Und natürlich auch unsere Vorführanlage, mit wo wir unsere Modelle, wenn wir sie getestet haben, auch immer mal fahren lassen. Also, unsere Bitte, kommen Sie einfach mal nach Thüringen, wenn Sie nichts Besseres vorhaben am 20. Dezember und besuchen Sie mal in Frankenhain hier diesen Modellbahnclub. Von 10 bis 17 Uhr. Wollen wir nochmal gesagt haben. Ja. Und wenn wir schon beim Dankeschön sagen sind, möchten wir natürlich unseren ganz großen Dank dem Modellbahnshop Lippe mal würdigen, weil der Modellbahnshop Lippe ermöglicht ja diese Sendung, dass wir Ihnen, liebe Modellbahnfreunde, auch mal live zeigen können, wie man sowas macht. Wir haben uns vorgenommen und auch in Zukunft vorgenommen, Ihnen mit praktischen Sachen über MSL-TV sozusagen Ihnen bestimmte Geheimnisse der Modellbahn beizubringen beziehungsweise Tipps und Tricks zu geben, wie man das Ganze managt. Also vielen Dank auch nach Detmold zum Modellbahnshop Lippe und dem Team. Und dann würde ich sagen, Wolfgang, fangen wir an. Fangen wir an. Dankeschön, Komplex ist durch. Ja. Und wir kommen jetzt zu den Fragen. Wir blenden am Ende der Sendung immer ein, wenn Sie Fragen zur Sendung haben. Und das ist eigentlich immer das Problem, was manch einer vielleicht doch hat. Deswegen wollen wir hier dazu nochmal grundsätzlich was sagen zu den Grundlagen der Sendung, Wolfgang. Ja, im ersten Teil unserer Sendung sind wir auf das Grundthema, auf die Basis zu sprechen gekommen, nämlich wir wollen mit dieser Sendereihe nicht den Spezialisten unter Ihnen erreichen, sondern ausschließlich den Einsteiger, den Otto-Normalverbraucher. Das heißt also, wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben und bitte Individuallösungen können wir hier nicht geben. Wir können nur Anregungen geben, ganz allgemeiner Art. Es obliegt Ihnen, diese Angaben an sich, an Ihre Bedürfnisse zu adaptieren. Mehr geht nicht. Wollen aber dazu sagen, falls der eine oder andere vielleicht gerade jetzt plant, seine Anlage
entsprechend an den Computer anzuschließen. Das bezieht sich auf Fragen, die zur Sendung oder genau zu dem Punkt, was wir gerade behandelt haben, ist keine Frage. Versuchen wir selbstverständlich zu beantworten und zu helfen. Aber es ist schon richtig, wir können keine fremden Anlagen betreuen. Das würde auch den Rahmen der Sendung sprengen. Wir verstehen uns jetzt auch nicht als Digital- und Anlagendoktor. Nein, auf keinen Fall. Sondern wir wollen eigentlich Ihnen das Ganze so ein bisschen nahebringen, dass Sie sagen, Mensch, so schlimm ist es ja doch nicht, wie wir am Anfang gesagt haben. Ja. Geht nicht, pack ich nie, ist also Geschichte. Ja, dann gibt es einen weiteren Fragenkomplex, der immer wieder auftaucht, das Thema Software. Wir werden also regelmäßig mit Fragen bombardiert, kann man sagen, wo also verschiedene Software angesprochen wird. Das geht also von unserem Train-Controller Gold bis hin zu Freeware. Ja. Wolfgang, was? Von bis. Ich sagte ja im zweiten Teil unserer Sendereihe, dass es im Grunde genommen tausend und eine Möglichkeit an Software gibt. Natürlich sind die tausend und eins symbolisch zu verstehen. Aber es gibt sehr, sehr viele Angebote, darunter kostenpflichtige, kostenfreie Angebote. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass von Ihrer Seite, werte Zuschauer, natürlich die kostenfreien in den Vordergrund geschoben werden und Sie uns fragen, warum nehmen wir nicht die? Kann ich nachvollziehen. Nun bitte Folgendes. Wir verwenden hier aus Kosten- und Zeitgründen jene Angebote, Softwareangebote, jene Hardwarekomponenten, die wir entweder haben oder die wir kostengünstig zur Verfügung gestellt bekommen und für die wir keine Zeit investieren müssen, um uns damit zu befassen, in diese Software einzuarbeiten. Also Beispiel, RockRail ist ja ein Freeware-Angebot, würde uns zwar nichts kosten, aber es würde uns viel, viel Zeit kosten, uns in diese einzuarbeiten. Und diese Zeit, sprich Geld, Geld ist auch Zeit oder Zeit ist auch Geld, die haben wir nicht. Also nehmen wir jene Software, eben den Train-Controller, mit dem wir vertraut sind. Wobei, wenn man dazu sagen muss, es ist also jede Software arbeitet ähnlich wie bei Train-Controller. Es wird sich da also kaum... Es sind keine großen Unterschiede da, aber in den Nuancen schon und man muss sich einarbeiten. Der eine legt den Schwerpunkt mehr dort, der andere mehr dort, aber im Grunde genommen alle das Gleiche. Und die Schaltbilder, die wir dort angegeben haben, die Sie auch runterladen können, die sind völlig unabhängig von der verwendeten Software. Also es steht Ihnen mit anderen Worten frei, jede beliebige Software Ihrer Wahl zu verwenden. So, damit hätten wir also diese Frage mal beantwortet, diese große Gruppe zur Software. Das gab immer wieder so Fragen, ja, warum gerade die, die ist so teuer und ich nehme die, wie mache ich das? Ja. Bitte in die Bedienungsanleitung schauen, jede Software arbeitet ähnlich. Ja, dann haben wir zur dritten Sendung sehr viel Post bekommen, Wolfgang, und zwar in der Fragegruppe Rück- und Belegtmelder. Nun gibt es Modellbahner dabei, die haben bereits schon diese Hardware an ihrer Anlage verbaut. Und dann kommen immer die Fragen, kann ich das jetzt machen und wie geht das und warum geht das nicht so und warum sagt ihr das so? Was können wir grundsätzlich dazu sagen? Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Und zwar generell wird leider oftmals auch vergessen oder falsch verstanden. Lediglich das Gleisdatenformat ist standardisiert nach DCC oder Motorola. Jenes Datenformat, mit dem sich Digitalkomponenten, also Hardwarekomponenten außerhalb des Gleises verständigen, wie Booster, Verstärker, Eingabegeräte, Rückmelder, Belegmelder, dieses Datenformat ist nicht standardisiert, also macht dort jeder seins. Folgerichtig gilt nicht immer, dass jede Komponente, jede Hardwarekomponente mit einer anderen kompatibel ist. Es gilt nur dann, wenn es ausdrücklich auf dem Produkt vermerkt ist. Und da hilft es uns überhaupt nicht, wenn jetzt jemand die Hardwarekomponente XY vorschlägt, weil die besonders gut oder besonders preiswert ist, hilft gar nichts, wenn diese nicht zu dem, was wir haben, kompatibel ist. Also, wir müssen das nehmen, A, was wir haben und B, was zu dem noch, was wir haben, kompatibel ist, also einsetzbar. Klare Sache. Ich denke, das hat auch jeder verstanden. Wir bleiben noch mal so ein bisschen bei diesen Belegmeldern und den sogenannten Read-Kontakten, was ich ja ganz lustig fand, der Begriff Read-Kontakt. Ja. Wir haben auch viele Zuschriften bekommen von Modellbahnern, die offensichtlich Wendezüge fahren, die nun gesehen haben, wir haben die Lok
Ja. Die Baureihe 132 mit den Magneten versehen. Ja. Und da kam prompt die Frage, ja, was mache ich, wenn ich jetzt Wagen vorausfahre? Also Steuerwagen voraus. Steuerwagen vorausfahre, ja. Auch hier nochmal eine allgemeingültige Ansage. Die Frage kommt sicherlich aus der Richtung der Analogbahner, denn dort ist es ja so, dass also die Information oder der Befehl zum Bremsen und Halten in den Block gegeben wird. Im digitalen Bereich, insbesondere bei der Computersteuerung, wird also der Befehl zum Bremsen und Halten nicht in den Block gegeben, sondern an den Decoder in der Lok. Nun zu der Frage, was passiert, wenn der Steuerwagen vorausfährt. Ich habe das hier mal aufgezeichnet. Auf dieses Blatt können Sie sich runterladen. Fahrtrichtung also hier lang in der Richtung. Nehmen wir an, die Lok fährt voraus. Dann löst die Lok hier als Belegtmelder oder einen Read-Kontakt aus. Und dieses Belegtmelden oder das Kontaktschließen wird an die Software weitergeleitet. Und die Software gibt nun den Befehl zum Bremsen oder Halten direkt an die Lok, also an den Decoder der Lok. Nehmen wir jetzt den zweiten Fall, Steuerwagen voraus. Hier unten der Steuerwagen voraus. Nehmen wir an, Read-Kontakt, dann müsste der Steuerwagen hier unten einen Magnet bekommen. Dieser Magnet schließt den Read-Kontakt. Diese Information wird an die Software gegeben und die Software gibt den Befehl wieder an die Lok, obwohl die jetzt außerhalb des Blockes steht, völlig unwichtig, gibt an den Decoder in der Lok den Befehl zum Bremsen bzw. Halten. Also ist es völlig egal, ob die Lok voraus oder der Steuerwagen voraus ist, weil der Befehl nicht in den Block, sondern an den Decoder in der Lok gegeben wird. Völlig unabhängig, ob dabei die Lok außerhalb oder im Block sich befindet. Also merke, die Lok ist der springende Punkt. Ja, genau das. So ungefähr. Ja, ich denke, damit haben wir diesen Fragenkomplex für die Allgemeinheit nochmal abgearbeitet. Da gab es, glaube ich, noch so ein paar Unklarheiten, aber ich denke, damit haben wir das ganz ordentlich geklärt. Ach so, noch eins. Wir werden das in einer der nächsten Sendungen auch am Beispiel zeigen. Steuerwagen voraus. Ich denke mal so vielleicht in der 6., 7. Sendung. Okay, also sind Sie gespannt? Wir zeigen das natürlich auch, was wir hier theoretisch abhandeln, das ist ganz klar. So, dann gab es Post auch aus der Schweiz von einem Modellbahner, der hat eine sehr interessante Frage gestellt. Die möchten wir also hier nochmal hervorheben, weil ich glaube, dass es doch Modellbahner gibt, die in ähnlichen Regionen arbeiten. Er hat verschiedene Loks, verschiedene Hersteller und nicht nur europäische, sondern auch außereuropäische Hersteller. Und er möchte gern die Lok, jede unterschiedliche Lok richtig anhalten, also sprich an der gleichen Stelle in dieser Bremskurvenproblematik nochmal eingestiegen und er wollte es nur mit einem Kontakt machen. Richtig. Das ist natürlich auch völlig verständlich, hier um die Bremskurve, insbesondere unter Verwendung eines Belegtmelders oder eines Kontaktes. Natürlich ist das nachvollziehbar, es wäre ja wesentlich günstiger, mit einem Kontakt zu arbeiten, statt mit zwei oder drei Kontakten. Alles gut und schön. Nur, wenn ich mit einem Kontakt arbeite, muss ich die Loks in ihrem Geschwindigkeitsprofil einmessen. Dieses Einmessen ist A, nicht ganz ohne Aufwendung zu realisieren und zweitens, und das ist noch viel schwerwiegender, die Auslaufstrecke nach Kontaktierung des ersten Kontaktes wird abhängig sein von der Raumtemperatur, von der Arbeitstemperatur der Lok, das heißt also, ob die warm oder kalt ist, wird abhängen von der Last, sprich der Zahl der Waggons, die hinten an der Lok hängen. Also es wird dort viele Einflussfaktoren geben, die dann dazu führen, dass der Zug oder die Lok eben nicht immer an der gleichen Stelle hält. Und um dieses Phänomen zu vermeiden, plädiere ich persönlich nicht für die Einkontaktlösung, sondern für die Zwei- bzw. Drei-Kontaktlösung. Nämlich nochmal die Geschwindigkeitskurve, die Bremskurve, die wir ja schon im dritten Teil bearbeitet haben. Der Zug kommt mit Reisegeschwindigkeit an. Wir legen die Bremsrampe so,
dass wir nach 80% der realen Blocklänge Kriechgeschwindigkeit erreichen, fahren also die restlichen 20% mit Kriechgeschwindigkeit und am Ende des Blockes wird der Befehl zum Halten gegeben. Und eben diese 20% nutzen wir ganz bewussterweise zum Puffern aller möglichen Einflussgrößen wie Raumtemperatur, Arbeitstemperatur der Lok, Zug, die Last am Haken der Lokomotive. Also die 20% sind unser Puffer. Egal wie, es kann dabei jetzt passieren, dass meinetwegen die eine Lok jetzt die Kriechgeschwindigkeit nicht bei 80%, sondern vielleicht bei 75% oder 85% erreicht. Völlig egal. In jedem Fall wird sie noch ein Stück mit Kriechgeschwindigkeit zurücklegen und wird hier am Ende zum Halten gebracht werden. Also unser Puffer, um alle Einflussgrößen zu vermeiden. Also in dem Falle kann man sagen, ist nicht weniger mehr, sondern man sollte hier wirklich nicht sparen, ja, um einen vorbildgerechten Betrieb auf der Anlage hinzubekommen. Richtig, aber ich gebe gerne zu, ein sehr kontraher diskutiertes Thema. Ja. So. Ich gebe hier meine persönliche Meinung wieder. Alles klar. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Thema, was wir so nicht erwartet haben. Ich muss es jetzt mal so sagen. Wir haben sehr, sehr viel Post von den Märklin-Leuten bekommen. Hat uns wirklich überrascht. Und das hat uns wirklich überrascht, liebe Zuschauer und auch liebe Märklin-Freunde. Schön, dass Sie mit dabei sind und sich das anschauen. Wir haben also wirklich jetzt hin und her überlegt, was machen wir jetzt mit Ihnen? So, die Märklin-Freunde, hatte ich so den Eindruck, fühlen sich so ein bisschen hinten dran gesetzt, was die Betreuung geht mit Computersteuerung. Es ist also ein graues Feld oder ein weißer Fleck auf der Landkarte, der so richtig noch nicht beackert ist. War uns aber, muss man dazu sagen, bei den Märklinisten so gar nicht bewusst. Nein, das war uns eigentlich nicht bewusst, dass das so ist. Es ist erst aufgrund der Vielzahl der Zuschriften für uns eigentlich klar geworden, hier klafft ein Riesenloch. Ja. So, wir haben hin und her überlegt, liebe Märklinisten, und wir haben uns dazu durchgerungen, Ihnen sozusagen auch entgegenzukommen und eine Lösung anzubieten für Ihr Problem, nämlich Computersteuerung für Modellbahnen auf Dreileitergleis anzubieten. Ja. Wir arbeiten zurzeit oder bereiten es gerade vor, diese Thematik, die Sie jetzt sehen, 1:1 aufs Dreileitergleis rüberzusetzen. Genau. Das heißt, wir arbeiten mit unserer Hardware, also sprich mit der Z21 und dem Computer, müssen aber dazu sagen oder wollen dazu sagen, Sie können auch Ihre Central Station nehmen. Natürlich. Bitte, es ist ja auch ganz klar, wir werden hier nicht die Central Station nehmen. Das zu erläutern, liegt in der Hoheit von Märklin. Wir verwenden die Z21 als Hardware-Digitalkomponente. Ich meinte es ja nur, dass man jetzt die Leute nicht erschreckt und sagt, also die müssen jetzt nicht neue Technik kaufen. Geht genauso mit einer Central Station. Genau. Die Software ist die gleiche. Die Blockschaltbilder, die Prinzipschaltbilder sind alle die gleichen. Mhm. Kann man machen. Mhm. Aber wir werden es mit unserer Digitaltechnik zeigen und logischerweise dann auch ohne den Rückmeldebus, der bei Märklin üblich ist, nämlich den sogenannten S88. Also zusammengefasst, im achten Teil werden wir die Märklinisten ansprechen, aber mit unserer Digitaltechnik, mit unserem Rückmeldebus. Also, die Märklinisten kriegen ihre eigene Sendung, genauso wie sie auch hinter der Modellbahn so eine eigene Gruppe bilden. Ist ja auch ganz klar aufgrund des verwendeten Systems. Sie bekommen von uns auch hier eine Lösung. Wer natürlich noch keine Central Station hat und sich mit dem Gedanken trägt, die Anlage über Computer zu steuern und er dann zur Z21 greift, würde uns das freuen. Ja, geht genauso wie alles andere. Aber wie gesagt, du sagst es schon, Wolfgang, wir können die Central Station nicht erklären oder beziehungsweise jetzt reinnehmen, weil das außerhalb unseres eigentlichen Themas liegt, sozusagen. Genau. Also mit anderen Worten, wir werden unsere Pilotanlage nehmen und nur die Schienen austauschen. Genauso die Hardware so lassen, wie sie ist, den Computer so lassen, die Software nehmen, die
zwei Leiter Gleichstromschienen raus und ersetzen sie durch MacLean-Schienen und natürlich durch MacLean-Lokomotiven. Und die Verdrahtung ist natürlich wahrscheinlich dann auch interessant, wie das gemacht wird. Ja, ein bisschen anders, aber von der Sache her genauso. Genau. Also liebe MacLeanisten, Sie sehen, wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht. Wir wollen es jetzt nicht ausschweifen. Wenn Sie noch Fragen haben, beziehungsweise im Vorfeld schon irgendein Problem haben, wo Sie sagen, können Sie uns natürlich gerne schreiben. Sie wissen ja, unsere Adresse blenden wir dann zum Schluss immer wieder ein, wo Sie also Ihre Post loswerden. Und wir versuchen das dann vielleicht auch das ein oder andere im Vorfeld schon zu bearbeiten, beziehungsweise lassen natürlich auch Ihre Wünsche und Anregungen eventuell dann in dem Teil 8 mit einfließen. Genau. So nach, je nachdem. Ja, das sind also diese 4, 5 großen Fragegruppen gewesen, die immer wieder aufgetaucht sind. Das fanden wir auch sehr schön und wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie so reichlich davon Gebrauch gemacht haben, uns zu schreiben. Und Sie werden es ja auch gemerkt haben, wir antworten sofort und prompt. Meistens. Und so soll es auch bleiben. Gut. Also wenn wir auch eingangs gesagt haben, wir können nun nicht auf alle Wünsche eingehen, heißt das bitte nicht, dass Sie uns nun nicht mehr schreiben sollen. Das sollen Sie wohl. Ja. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Wir müssen nur filtern, was können wir, was können wir nicht. Und jetzt kam das Stichwort Sendung. Und das ist natürlich auch wieder eine große Fragegruppe gewesen. Ja, ja. Da haben wir, sind wir sehr gelobt worden für unsere Sendung. Und dann kommt immer die Frage, wann kommt denn die nächste? Wann endlich? Wann endlich kommt die nächste? Wir sind schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Also wir werden Sie im Abstand von maximal 14 Tagen pro Teil bis zum Ende, bis MacLean sozusagen, betreuen und versorgen. Mit dieser Sendung, das heißt also alle 14 Tage können Sie wieder mal reingucken beim Modellbahnshop Lippe und dann werden Sie auch was Neues finden, wo Sie auch die PDF finden, ja, zum Runterladen, unsere Sendungsgrafiken. Auch da finden Sie alles nochmal Nützliche, wenn Sie es noch nicht gewusst haben, wieder, wo Sie das also auch nochmal schön nachvollziehen kann. Und wenn wir dann die MacLean-Leute durchhaben, das wird dann im Januar sein, haben wir natürlich noch ein ganz klitzekleines Highlight vor, liebe Modellbahnfreunde. Wir wollen diese komplette Sendung auf eine DVD machen, von Anfang bis Ende, ja, die Sie dann, wie gesagt, über uns beziehen können, wo Sie also das nochmal unabhängig vom Internet sich einfach in den Rechner oder in Ihren Laptop schieben können und das zu Hause nochmal in Ruhe verinnerlichen können, beziehungsweise die eine oder andere Geschichte nochmal nachvollziehen. Ja. Das ist also unser Service, den wir nochmal anbieten wollen. Wie das mit der DVD wird, werden wir in einer der nächsten Sendungen ganz kurz erklären, beziehungsweise werden Sie vielleicht auch möglicherweise auf der Webseite vom Modellbahnshop Lippe finden. Es wird auf alle Fälle einen Hinweis geben, wann, wo, wie diese ganze Geschichte bezogen, ja, werden kann. Und ich denke, da kommen wir Ihnen allen sehr entgegen damit. Insbesondere jenen, die als Modellbahner im Internet nicht gerade zu Hause sind. Ja, das soll es ja auch noch, ja, geben. Also wie gesagt, es wird also hier auch für diejenigen eine Lösung geben, beziehungsweise für alle nochmal zum Nachvollziehen ein Werk geschaffen werden, wo also jederzeit und immer und überall, ja, gearbeitet werden kann. Ein kleines Almanach. Genau, in Form eines Films. Ja, das waren diese großen 3, 4, 5 Fragengruppen, die wir nochmal behandeln wollten, Ihnen nochmal zum besseren Verständnis kurze Erklärung gegeben haben. Und wenn, wie gesagt, noch Fragen sind, schreiben Sie uns recht fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen.